In den vergangenen Jahren hat sich die Bedrohungslage in Europa massiv verschärft. In der Ukraine herrscht Krieg und die Ukraine ist weit weniger weit entfernt von Wien als Vorarlberg. Auf diese Bedrohungslage die richtigen Antworten zu finden, das ist Aufgabe der Politik und insbesondere auch der Volkspartei. Und ich bin daher sehr froh, dass unser Bundeskanzler und die Verteidigungsministerin eine Teilnahme am Luftverteidigungsbündnis Sky Shield anstreben. Dabei ist wichtig zu wissen, das ist keine Initiative der NATO, sondern eine Initiative europäischer Staaten und auch die neutrale Schweiz überlegt, an diesem Bündnis teilzunehmen. Worum geht es dabei? Es geht darum, eine Plattform zu haben, um Informationen auszutauschen und auch Beschaffungen vorzunehmen. Und zwar auf dem Boden der Neutralität, weil die verpflichtet uns, unseren Luftraum zu schützen. Das heißt, wir werden, wenn wir diesem Bündnis beitreten, das am Boden und auch in Ausübung unserer Neutralität tun, weil es für uns darum geht, der Sicherheit der Menschen in diesem Land verpflichtet zu sein und Österreich und seine Menschen zu schützen.